Hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung der Kollektivheilung Shiva, Oktopus und Sandmännchen. Als ich heute die Heilung beendet hatte und ein wenig weiter werkelte, konnte ich deutlich in diesem Raum, wo ich arbeitete, spüren, wie sich dieses Energiefeld massivst, ja, massivst aufgebaut hatte. Das habe ich selten so. Normalerweise ist die Heilung am Individuum oder auch am Kollektiv schnell beendet und man kann es natürlich schon noch auch nachspüren, aber hier und heute hatte ich richtig gehendes Gefühl, der Raum ist völlig verstrahlt. Ja, also wirklich richtig verstrahlt und ich muss einfach raus und ich spüre auch, wie es in mir nachwirkt und auch in mir sehr viel bewegt. Und wie du ja weißt, sind wir seit Anfangs August mit diesen so starken Shiva-Energien unterwegs. Und bei mir ist es schon recht gut jetzt am Abklingen und auch am Integrieren. Manchmal kommt nochmals so ein Stoß. Aber ich sehe, dass es hier im Kollektiv natürlich immer noch Menschen gibt, die diese Unruhe, den Antrieb erst jetzt fühlen oder nach wie vor immer noch in diesen Energien drin sind. Das hat damit zu tun, weil du, falls du das immer noch spüren solltest, diese Unruhe und den Antrieb und die Nervosität, weil du dich möglicherweise nicht ganz auf das eingelassen hast, beziehungsweise es nicht ganz zulässt, dass die Energien von Shiva greifen können. Ja, denn das Ziel von diesen Prozessen ist ja immer, dass du so schnell wie möglich die Energien annimmst, sie assimilierst und dann damit deine Energie daraus entsteht. Also eine Umwandlung entstehen darf von seinen Energien, von den Energien von Shiva, die nun massiv auf das Kollektiv wirken und dann daraus abgeleitet, du deine eigene Energie daraus individualisierst. Und kollektive Prozesse, so wie wir sie jetzt erleben, die sind immer im Vordergrund und gehen vor den individuellen Prozessen. Die individuellen Prozesse werden abgeleitet aus den kollektiven Energien und sind hier für dich da, damit du eben wandeln kannst und damit du es zulässt, ja, und nicht irgendeinen inneren Widerstand produzierst, der nichts anderes als die Situation unnötig aufheizt, denn es ist schon genügend Hitze da und dass du es dir erlaubst, mit dem mitzugehen, was ist, statt dagegen zu heben, dagegen zu drücken und hier kein Drama machst. Ja, das ist das Ziel dieser Kräfte. Wenn es jetzt in dieser Zeit nochmals stark wirkt, dann hat es natürlich mit nichts Geringerem zu tun, als dass Veränderung geschehen möchte, Veränderung für dich auch greifen will, ja, tatsächlich greifen, ja, eingreifen will, damit du in deine Wandlung kommen kannst und dass Wandlung für dich sowie auch tiefe innere Transformation geschehen kann. Du kannst es nicht aufhalten, ja. Wir können das alle nicht aufhalten und wir tun gut daran, mit dem mitzugehen, was einfach ist und dass wir schnellstmöglich hier in eine Akzeptanz kommen dürfen zu dem, was ist. Ich habe die Kollektivheilung, die ich heute vollzogen habe, auch noch mit dem Tarot abgefragt und es kam eine sehr interessante Energie. Und ich möchte dir zeigen, womit es zu tun hat. Es kam die Energie des Todes. Und der Tod hat hier für dich
keinen anderen Zweck zu erfüllen, als dich zu öffnen. Ja, und zwar richtig zu öffnen, damit du hier in die Metamorphose kommen kannst, die für dich bereitsteht, wo du ja eigentlich innerlich schon spüren kannst, dass diese für dich da ist und dass du dich wirklich öffnen und weiten kannst. Denn was in dir ist, und da kann ich nochmals dieses Bild aufgreifen von den 5 Scheiben, die ich gestern für dich erörtert hatte, im Kontext dessen, dass du eben nicht dem schönen Schein folgen sollst, sondern in dich lauschst, dich erkennen musst und auch sehen darfst, wer bist du in Tat und Wahrheit und wer bist du nicht. Und dass es Aspekte in dir gibt, die da drängen, ja, und es wird seelisch initiiert, die da drängen nach Wachstum, nach Öffnung, nach Schönheit und dass das etwas ist, was dir zusteht und was auch eigentlich deine Sehnsucht ist, wo du hin möchtest und wo aber dein Kopf es dir vielleicht noch nicht ganz erlaubt, dass du das erfahren kannst, ja, aus Angst, denn Öffnung bedeutet auch Grenzen zu erreichen. Hier, das siehst du mit deinem Brustkorb, da ist eine gewisse Begrenzung vorhanden. Und es ist so spannend, im Zombie-Tarot, das muss ich dir zeigen, im Zombie-Tarot gibt es eine Karte, das ist die Karte der 8 Schwerter. Ja, die 8 Schwerter, die kennst du vielleicht. Die Lady, die im Schwerterring steht, aus dem klassischen Tarot. Nicht rauskommt. Warum nicht? Weil sie sich selbst begrenzt. Aus Angst. Aber beim Tod ist das nicht so. Beim Tod ist es eine natürliche Veränderung, die dich sowieso dorthin bewegen wird. Ob du jetzt etwas tun willst oder nicht. Du wirst hier in eine Öffnung kommen. Und ich kann dir sagen, Shiva ist dahingehend nicht so, dass er sagt, hey, wir machen die Öffnung jetzt langsam, sondern er kann einfach kommen und er wird dich aufreißen, er wird dein Herz aufreißen, ja, so hier, so wie hier bei ihr, damit du wirklich in dieses Fühlen kommst. Und du wirst zuerst Angst fühlen, Trauer fühlen, unangenehme Gefühle fühlen, um die Tiefe, ja wirklich diese Tiefe und diese Schönheit deines Seins tiefgründig, nachhaltig, in aller Deutlichkeit und auch in aller Liebe fühlen zu müssen. Ja, weil das Resultat dieses Prozesses ist nichts anderes als Liebe. Aber damit du diese Reinheit und die Klarheit der Liebe fühlen kannst, setzt es auch voraus, dass du zuerst in diese Metamorphose und in diesen tiefen Wandel gehen musst, ja. Schau hier, ich habe das Deck hervorgeholt, auf der Unterseite liegt der Turm. Das zeigt schon auch auf, ja, siehst du, da ist viel Dynamik da. Das zeigt schon auf, dass hier die Energien immer noch am Wüten sind. Und hier die 2 der Schwerter, wo du dich verschließt, dieser Erfahrung gegenüber. Aber es geht gar nicht anders. Weißt du, mit dem Tod sind die Energien unaufhaltbar. Du wirst und musst dort durchgehen und es geht gar nicht anders. Schau hier, haben wir sie gleich, die 8 der Schwerter. Und du siehst hier, da ist ja der gesamte Brustkorb mit den Organen und er ist da gefangen. Ja, hier unten beim Solarplexus, da wäre eigentlich offen, aber hier ist ein Gitter. Ja, also das zeigt eigentlich schon diese Selbstsabotage deinerseits möglicherweise auch auf, dass du dich selbst begrenzt aus Angst. Du könntest frei sein, aber du willst es nicht, ja. Es ist deine eigene Angst, deine eigenen Zweifel hier mit den 2 der Schwerter, welche es dir verbieten, in dieses sehr, sehr tiefe Fühlen zu kommen, hier vom Tod, in das Fühlen der Schönheit, in das Fühlen des Friedens, der zu dir kommen möchte. Hier sind Lilien abgebildet. Schönheit und Frieden. Und wir haben hier das As der Kelche. Und schau mal, wie das As der Kelche abgebildet wird. Es wird mit all diesen unglaublich starken Emotionen abgebildet. Mit Traurigkeit. Von dem war heute die Rede. Von Hass, von Neid, ja, von Zufriedenheit, von Hunger, von Angst.
Das alles sind Gefühle, die hier im Zuge dieses Prozesses zuerst zugelassen werden müssen, insbesondere die schlechten Gefühle, denn Shiva ist hier nicht in diesem Sinne ein Chirurg, dass er sagt, und Schnitt, wir mal öffnen, sondern nein, wenn es für dich bestimmt ist, reißt er dir das alles auf, ja, und zwar sehr unlieb. Aber es ist nur unlieb dahingehend, weil für dich jetzt sofort in dieser Zeit etwas Besseres bestimmt ist, was du zulassen dürftest, ja, wo du auch in einen Neuanfang kommen könntest, wenn es für dich denn bestimmt ist, statt dich hier zu knebeln. Das alles waren Themen heute. Ich habe das Deck nicht gemischt, ich blättere einfach zurück, statt dich zu knebeln und hier dich dieser Selbstkasteiung auszusetzen, was eigentlich nichts anderes ist als deine Angst, die hier durch die resonant aktivierten Energien nochmals auf dem Silbertablett dir serviert werden. Ja? Also verzögere hier nicht unnötig, lasse zu, dass Heilung geschehen kann, denn die Beschleunigung ist hier nach wie vor da mit dem Wagen, ja, dass du hier in die Kraft kommst, in deine Macht kommst und dass du eine Befreiung deiner Energien erleben darfst mit dem jüngsten Gericht, aber auch mit dem Magier, wo dir ganz, ganz viel gegeben wird und wo du dich wirklich auch darauf einlassen darfst, im tiefen Wissen und auch in diesem tiefen Vertrauen darum, dass es eben richtig ist, was geschieht und was für dich hier jetzt auch angezeigt ist, ja. Denn der Tod als diese Karte, wenn wir ihn in den Großkontext setzen, dieser Prozesse, die nun schon einige Wochen andauern und die auch noch einige Wochen andauern werden, wir haben, wie gesagt, im September nochmals 10 Portaltage am Stück. Ich weiß nicht, wie das wird, das kann sehr streng werden, je nachdem, wo du so stehst und was für dich angezeigt ist, wird weiterhin für dich diese Öffnung, vor allem auch diese Herzöffnung vollziehen. Und diese Herzöffnung hat kein geringeres Ziel, als eben wirklich dich in deinen Frieden zu führen. Und schau hier, die zweite Karte, die gekommen ist, war der Frieden. Da wartet ein Ei darauf, ausgebrütet zu werden. Und ich sehe hier, mit der Friedenstaube, die hier den Olivenzweig bringt, aber auch mit den Herzchen, dass es möglicherweise auch ein Thema der Liebe ist, was darauf wartet, von dir ausgebrütet zu werden. Du könntest es vielleicht, ja, schon vermuten, worum es geht. Du hast vielleicht eine Ahnung, du siehst eine Kontur, aber du kannst vielleicht nicht in der Ganzheit erblicken, worum es denn wirklich hier geht. In erster Linie geht es darum, dass du in den Frieden kommen darfst, dass du ankommen kannst in dieser Ruhe, ja, in diesem so tiefen, unendlich ruhigen Vertrauen, in der Stille, in der Schönheit, in dieser unglaublichen Selbstakzeptanz auch von dir und von deinem Wesen. Denn was jetzt durch Shiva bedingt, in dieser Yang-Energie noch so unruhig wirkt und dich unruhig macht und dich anstößt, in dir nervöse Gedanken, nervöse Energien aktiviert, ist nur da, damit du eben in den Frieden kommst mit dem, was ohnehin schon für dich vorgesehen ist und damit dein seelischer Plan kohärent wird mit dem, was du im Physischen erlebst, ja, im äußeren Leben, in der Manifestation deines Lebens. Und das sind sehr, sehr, sehr große Vorbereitungen, die momentan geschehen, ja. Das ist wirklich sehr wichtig für dich zu wissen, denn wir sind ja in diesem Jahr der Liebenden. Und die Liebenden sind so eine starke Energie. Sie wollen diese Herzöffnung bei dir herbeiführen. Sie wollen für dich einen neuen Weg suchen, der für dich bestimmt ist, wo du dich authentisch, frei, schön, kraftvoll, stark fühlen darfst und dich in diesem auch positionieren sollst.
authentisch, ehrlich, wahrhaftig, voller Liebe und dass du deinem Herzen folgst. Und ich sehe, dass all diejenigen, die hier eben diese Kontroverse ausleben, dass die hier haben wir den Turm und hier ist auch nochmals der Turm, dass diejenigen hier möglicherweise in Bezug auf die Liebe mit dem Turm, der doppelte Turm, einen Dachschaden, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, einen Dachschaden erlitten haben in diesem Sommer, gerade auch mit diesen starken Gefühlsexplosionen, die waren in Bezug auf Liebe. Ja, da hat wirklich Shiva kräftig gewirkt und wirklich, wir können nicht nur von Amors Pfeilen sprechen, die hier eingeschlagen haben, sondern das ist ein Donnerschlag, ja, das war ein Donnerschlag, das hat dich so heftig erwischt bei einigen und ich weiß es ja aus der Praxis, denn die kommen ja alle hier in die Praxis und sagen, hey, ich weiß nicht, ob ich den Verstand verloren habe, ja, Turmenergien und aus Angst dann hier in die zwei Schwerter geraten, in das Verschließen, in das Einschließen deiner Gefühle, weil die Liebesgefühle, die sind einfach explodiert, ja. Und das ist gut so, ja, auch wenn du zweifelst, wenn du denkst, oh mein Gott, was ist denn da mit mir passiert? Es ist gut so, weil es einen maßgeblichen Richtungswechsel in deinem Leben geben soll, ja, wo du längerfristig wirklich wieder in die Stabilität kommen wirst und dass sich deine Wünsche, Sehnsüchte, Träume von dem, was du dir vorstellst, was Liebe sein soll, was Beziehung sein soll, dass sich das für dich auch manifestieren und realisieren lässt, ja? Und dass es nicht nur irgendwie ein Wolkenkuckucksheim ist, sondern dass es real manifestiert werden soll für dich. Und deswegen kommt hier ja auch der Tod. Der Tod ist dahingehend eine sehr, sehr gute Karte, denn er geht langsam vonstatten. Und er räumt eigentlich das gesamte Feld auf, um tiefen Wandel, tiefen Transformation mit dir zu machen. Was mit dem Turm hier im Sommer reingeknallt ist an Liebesgefühlen, an Liebesexplosionen, will nun mit dem Tod in den Tiefen deines Seins geläutert werden, damit du hier dein Ei ausbrüten kannst. Und du hast hier eine Ahnung möglicherweise von dem bekommen, was es bedeutet, tief zu lieben oder tiefe Liebe zu empfinden und dass das etwas ganz Kostbares ist und auch Sonderbares ist, was dich hier erwartet. Der doppelte Turm, ja, Shiva ist der Turm. Wir haben ihn hier in zweifacher Ausführung und diese Explosionen, die in dir vor allem zuerst am Anfang Angst und Schrecken, Nervosität oder sogar Hypernervosität auslösen kann, ist absolut gewollt. Ja, es ist gewollt, dass du erkennen darfst, dass für dich etwas anderes bestimmt ist. Und zwar hier. Conjunction. Heilige Weiblichkeit, heilige Männlichkeit. Conjunction in den zwei der Kelche. Ja, in dieser Form, wie es für dich bestimmt ist. Ja, siehst du, bezeichnend, das sagt schon alles. Ne? Die Königin der Kelche ist schon so voller vibrierender Energie im göttlich-weiblichen Kollektiv, dass sie hier gerade mal aus der Form fällt. Kann ich absolut verstehen. Das ist auch völlig normal, wenn Shiva-Energien wirken, dass es eben mit Ohnmacht einhergeht, wie ich es ja auch gesagt hatte in der Heilung. Und die einzige Energie, welche die Weiblichkeit halten kann, ist natürlich die männliche Energie. Ganz klarer Fall, denn Weiblichkeit ist weich, ja, wenn sie sich denn wirklich in diese weiblichen Energien reingibt. Sie zerfällt. Und wenn es hier nicht ein kraftvolles männliches Pendant gibt, welche diese weiblichen Energien halten und auch auffangen kann, ja, dann zerfließt sie, dann zerfällt sie, wie sie eben hier aus dem Kartenständer rausgefallen ist. So lustig. Ja, er auch. Er hat auch noch ein bisschen Wackelei im System.
Ja. Genau. Also so starke Konjunktionsenergien, dass beide Partner sich möglicherweise ein bisschen fragen, was ist denn mit mir los? Ja, es ist völlig normal. Und es ist auch nicht etwas, wo du dich jetzt hier überstürzen musst in diesen Prozessen, weil ich weiß auch von vielen, die in Trennungsgeschehen reinkommen oder reingekommen sind oder sich schon getrennt haben, was auch nichts anderes ist als eine Wirkung vom Tod. Der Tod wirkt langsam, er wirkt tiefgreifend. Ja, das ist ganz wichtig. Die Corona-Krise war unter anderem auch eine Krise des Todes, tarosophisch gesprochen. Und die dauert, das braucht seine Zeit. Das ist ja auch logisch, wenn so starke, blitzartige Energien einschlagen, in doppelter Form, hier, so wie hier. Das brauchte Zeit, um sich zu regenerieren und um sich zu erholen. Ich kann dir einfach sagen, von mir im Kontext mit Shiva, mit Kundalini, meine Güte, bis ich mich da einigermaßen erholt hatte von diesen ersten Prozessen, ja, bis ich wieder einigermaßen bei Sinnen war, das ging mindestens ein Jahr. Und von einem Jahr sprechen wir hier, das ist noch kurz. Also bis ich mich wieder ganz erholt hatte und wieder ganz in meine Form kam, das war ein jahrelanger Prozess. Ich bin jetzt 10 Jahre mit den Kundalini-Energien unterwegs und es ist wirklich, man kommt nicht an. Ja, man kommt nicht an. Aber es ist so, dass ich, wann immer Shiva kommt und mich küsst und umarmt und ich seinen Takt aufnehmen muss, dass ich schneller mit dem umgehen kann. Ja, und so ist es auch bei dir. Bei dir ist es wahrscheinlich nicht mit diesen Kundalini-Energien, das ist nicht notwendig. Aber auch du musst natürlich deinen Rhythmus hier finden, wenn Turmenergien fallen, wenn hier wirklich, ja, gröberer Dachschaden erlitten wurde, weil du dich so dermaßen verguckt hast, verliebt hast, wo auch immer du stehst, du wirst es wissen, weil du eine dermaßen starke Herzöffnung erfahren hast, hier mit dem Tod, was kein anderes Ziel verfolgt, als das Beste in dir hervorzuholen. Am Anfang macht es Angst. Am Anfang kommst du in den Zweifel, weil du verunsichert bist und nicht weißt, hey, was passiert da mit mir? Ja? Conjunction, hier, hier. Und das sind ja extrem leidenschaftliche Karten. Es ist unglaublich schön. Und schau mal hier, wenn diese zwei wirklich ihre Arbeit aufnehmen, also es ist einfach, es ist traumhaft. Ja, es ist traumhaft. Es braucht noch eine Weile hier. Auch diese Herzöffnungen brauchen Zeit. Sie im weiblichen Kollektiv ist schon ein bisschen weiter. Ist schon sehr aktiv. Braucht jetzt noch ein bisschen Zeit. Gib dir Zeit, du hast keine Eile, sei dies als Frau, sei dies als Mann. Seine Chance quasi immer wieder. So. Warum fällt sie ständig raus? Sie fällt raus, weil die männliche Energie noch nicht so weit ist, um sie zu halten. Das ist echt bezeichnend, ja? Sie fällt ständig, sie wird noch so oft rausfallen, bis er in der Männlichkeit reif ist, sie zu halten, ja? Und sie wird die ganze Zeit zerfließen und diese Energien nicht halten können. Also sie ist unten, ja? Du hier als Mann, du weißt, was du zu tun hast. Halten, halten, Conjunction, ja? Und diese Form auch anbieten, damit die Frau, die weibliche Energie sich hingeben kann. Das ist das Resultat dieser Heilung und Wandlung. Und schau hier, wenn wir auf der Unterseite des Kartendecks schauen, dann sehen wir hier kommt Page der Scheiben. Und der Page der Scheiben zeigt mir hier auch, es geht darum, dass durch diese Öffnung, durch diese starken Eruptionen, die geschehen sind, dass es hier darum geht, dein reines inneres Wesen zu befreien. Ja? Und auch das Kind, welches du einst warst, mit dem ins Reine zu kommen. Und ich sehe hier einfach auch aufgrund der weißen Lilien und hier ist auch so viel Weiß abgebildet, die weiße Koralle, die hier auch für dich wirken möchte. Ja, deswegen lege ich sie hier auch drauf.
auch als Essenz, wenn du das natürlich möchtest, um Heilung zu erfahren, um die Reinheit und die Unschuld deines Wesens zu erfahren. Du könntest es nicht erfahren, wenn hier 1000 Millionen Schichten um dich herum sind, ja, die das verdunkeln. Und die weiße Koralle auch, insbesondere als Essenz, hat keinen anderen Wunsch, als die Reinheit deines Selbst hervorzubringen. Ja, und das ist hier der kleine Page der Scheiben. Hier sehen wir den Herrscher. Ich lege die mal hier mit dazu. Und der Herrscher sagt auch: Du warst hier an den Ketten einer Fremdbestimmung. Diese Fremdbestimmung könnte von dir selbst ausgegangen sein, weil du eben dich kasteist. Was auch ein Aspekt der Heilung war, weil du dich kasteist und das Gefühl hast, du müsstest hier irgendeinem Regiment dienen. Und es ist auch sehr wichtig, ganz gut zu prüfen, warum bist du hier so streng? Die Strenge kommt vermutlich daher, weil du das Gefühl hast, es sollte etwas anderes sein und du darfst diese Veränderungen nicht zulassen. Ich kann dir sagen, mein Lieber, meine Liebe, hier liegt der Tod. Du wirst es zulassen. Es wird von alleine ein Aufräumen geben. Das ist das eine. Das andere, was ich hier auch sehe, dass du fremdbestimmt warst durch externe Energien, die dir nicht gut getan haben, die dich unterdrückt haben und die dich hier an die Leine genommen hatten, weil du einem gewissen Bild, einer gewissen Etikette, einer gewissen Moral entsprechen musstest. Diese da hier kommt möglicherweise von deinem Vater. Das war auch ein Thema im Rahmen dieser Heilung. Überprüfe das gut. Und du hast dieses Etikett übernommen, weil du gehorchen musstest und hast auf diesem Etikett dein Leben aufgebaut. Und wenn es nicht dein Vater war, dann waren es Institutionen, Schulen, die Gesellschaft. Ja, du selber bestimmst, was es ist, was es war, was dich letztendlich auch so unfrei gemacht hat. Und Herzöffnung hat immer mit Befreiung zu tun. Hier, sie will ja in die Befreiung, eigentlich auch du, beziehungsweise deine Seele. Denn du hast hier die Energien auch vom Stern bekommen. Du hast gespürt, dass es hier so etwas wie ein Wunder gibt oder wie eine Art Wunscherfüllung, dass da eben mehr ist, als du es vielleicht bisher in deinem Leben vermutet hast. Und dass es eine große Sehnsucht gibt, einen großen Drang nach dieser Wunscherfüllung, der dich antreibt, hierhin zu kommen. Ja, es hat mit einer sehr tiefen, romantischen Sehnsucht zu tun. Es könnte auch etwas mit Indien zu tun haben, je nachdem. Denn wir haben hier auch den Taj Mahal abgebildet. Es könnte etwas mit Heilung zu tun haben. Es könnte etwas mit der geistigen Welt zu tun haben. Es könnte etwas mit dem tiefen, tiefen Ankommen in dir, mit dir zu tun haben. Das Erkennen deiner wahren Natur. Und die Zeit ist nun hochreif, denn das Gericht ist hier gefallen, dass du den Posaunenruf gar nicht mehr überhören kannst, denn es schallt aus allen Ecken und Enden und du musst hier in diese Transzendierung des Todes kommen. Es bleibt dir nichts anderes übrig und es ist auch mit dem Ritter der Stäbe ein wenig eine Feuertaufe, eine Feuerprobe. Du kannst das aber auch, du schaffst es auch, du hast genügend Kompetenzen in dir und auch die Willenskraft, die Energie. Ja, du hast alle Grundvoraussetzungen, um gut hier durchzukommen. Also komm ins Vertrauen und du hast schon lange, lange, lange davon geträumt, hier von diesen Sehnsüchten. Das war oder ist eine Wunschvorstellung deines Seins, welche du hattest, welche du verfolgt hast in den vergangenen Jahren, wo du vielleicht auch gedacht hast, sowas gibt es gar nicht in meinem Leben. Und ich sage dir, es gibt es. Es ist ein großes Wunder, was ich dir hier offenbaren möchte, wenn du es auch zulässt. Mit zwei der Schwerter sehe ich, dass du ein wenig Kopfkino hast und es dir nicht ganz erlaubst, aber die Acht der Stäbe, Amors Liebespfeile oder was auch immer es ist, hat dich erreicht. Es hat geklingelt. Es hat geklingelt. Und du hast hier mit den Energien des Mondes auch ein wenig unerfüllte Sehnsüchte, beziehungsweise die Sehnsüchte haben für dich angefangen zu wirken. Und du bist ganz gemächlich unterwegs mit dem Ritter der Scheiben und sagst dir einfach: Hey, mein Herz ist wirklich. Herzklopfen, ja, Herzklopfen hoch 1000.
Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bekomme ganz heiß, es ist mir ganz heiß. Und dass du loslassen kannst von deiner Vergangenheit in deinem Tempo, ja. Und wenn du Ohnmacht erfährst, so wie die Lady hier, die hier runtergefallen ist, die Königin der Kelche, ist kurzfristig in die Ohnmacht gefallen, dann ist es vollkommen normal, denn bei so starken Liebesenergien, schau, auf der Rückseite des Decks kommen die Liebenden und die zwei der Kelche. Ich werde nie wieder ein Orakel machen. Ja, ich werde nie wieder orakeln. Denn das sind so unglaubliche Energien. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir können hier noch auf der Unterseite des Decks schauen. Ich bin überwältigt. Also sogar ich bin überwältigt. Ich falle jetzt dann bald auch vom Stuhl. Hier kommt die Ausgewogenheit. Ja, es kommt zur Ausgewogenheit in deinem Leben durch diese Transformation. Das ist sehr wichtig, dass du das weißt und dass du vertrauen darfst, auch wenn es unruhig ist. Es ist für dein Bestes. Und du wirst hier automatisch in ein neues Leben eingeführt. Und das ist eigentlich auch etwas, wonach du dich sehr gesehnt hast. Ja, also der Wunsch war in dir irgendwo schon da. Vermutlich hattest du nicht mit dem gerechnet, dass es in dieser Form kommt. Sehr häufig ist das so. Ja, das kommt dann, bam, der Blitz schlägt ein und das neue Leben erwacht. Und natürlich bist du deswegen auch hier im Wandel. Da ist Unruhe auch spürbar. Diese Karte hatten wir auch im Portaltagsorakel. Und die Bausteine deines neuen Lebens, die flattern dir zu. Das sind Informationen, das sind Energien, das ist diese Unruhe, die du jetzt eben auch spürst, was zu dir kommt, weil es für dich ein neues, stabiles Fundament eröffnen möchte. Aber auch dieses alte Fundament, dieses graue Leben hat wirklich ausgedient. Ja, die Farbigkeit möchte hier zu dir kommen. Siehst du, hier. Die wunderschönen Blumen, die sich hier öffnen in deinem Innenleben. Du musst nur in dich schauen, nicht nach außen, ja? Und dann erkennst du aber auch, dass das Äußere, was auch immer in deinem äußeren Leben geschehen ist oder geschieht, nichts anderes ist als eine Spiegelung deines Inneren. Und dass du es logischerweise verdient hast, diese Blumen und Blüten der Schönheit zu empfangen, die zu dir kommen wollen. Es ist ein reichhaltiges Bouquet an absolut tiefster Liebe, so wie ich es fühlen kann, an Schönheit, was du verdient hast, ja? Und jeder Mensch hat das verdient und du darfst dich freuen. Es kommt jetzt zu dir, es fließt zu dir. Ja, schau hier, Yang, das ist Shiva natürlich, der hier am Werken ist und wirken ist für uns, für dich. Und es ist natürlich auch mit Unsicherheit verbunden, weil du nicht weißt, wohin dein Pfad geht. Aber schau, auch hier sind die Herzen da. Also es hat vermutlich schon etwas mit Liebe oder mit Partnerschaft auch zu tun. Ja, je nachdem, wo dass du stehst oder dass du in deiner eigenen Liebesfähigkeit deutlich tiefer kommst. Und auch mit der Hebung deines Schatzes. Du bist schon unterwegs zu dieser Schatzinsel. Es ist aber eine langsame Reise hier. Und auch hier sind die Herzen, die Sterne. Schau hier, der Stern mit der Wunscherfüllung, mit dem Glück, mit den Energien des Wunders. Also wirklich, wie gesagt, ich werde vielleicht nie wieder ein Orakel machen. Nie, sag niemals nie, aber vielleicht werde ich mal wirklich eine Zeit, eine Pause machen, damit einfach diese krassen Energien, ich meine, ich kann es ja selber fast nicht glauben, wirken dürfen. Ja? Mal schauen, mal schauen. Höhere Macht, eindeutiger Fall, logisch ist Shiva, der hier wirkt und der hier natürlich auch diese Konjunktion herbeigeführt hat. Und du sollst weitergehen, ja, geh weiter und schau hier, auch wenn du es noch nicht ganz klar siehst, mach einfach einen Schritt nach dem anderen und du wirst hier dein Tor sehen. Und es ist eine glückliche Fügung, das hatten wir auch. Und du bist heute in der Zwischenwelt. Und es hat mit ganz vielen Windungen zu tun, die hier noch für dich aufgewirbelt werden, im Zuge deines Wachstums in die Unendlichkeit auch. Ja, das ist etwas sehr Spirituelles gleichzeitig auch. Und du kannst das natürlich auch spüren, dahingehend, dass du merkst, dass alles in deinem Leben wie jetzt einem größeren Wandel unterworfen ist. Und es hat mit sehr großer Neuordnung auch zu tun, was in deinem Leben kommen möchte. Gerade auch das alte, angestaubte Graue, das will weg, ja.
Und du fragst dich, warum? Ja, weil es für dich bestimmt ist und weil du dich lösen sollst von diesem schönen Schein und die Masken abnehmen und deine innere Wahrheit leben. Hier kommt noch das Fatum. Hey, ich könnte hier unendlich zurückblättern. Und du wirst erkennen, dass es ein Geschenk ist. Ein Geschenk der Götter an dich. Und auch ein Geschenk des Himmels. Hier, der Stern. Also es ist sagenhaft. Und ganz viel Drama wird sich lösen, weil du vielleicht auch, wenn es für dich bestimmt ist, hier die Konjunktion mit deinem Seelengefährten, mit deiner Seelengefährtin machen wirst. Ja, es ist ein großer Segen. Ich blättere jetzt nicht mehr zurück. Es sind genug Informationen. Der Tisch ist voll. Und hier habe ich noch zwei Karten gezogen für dich aus dem Liebesorakel, weil ich das einfach so schön fand. Wunder! In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Ja? Du wirst diese Dunkelzone, diese Grauzone, wo auch immer du warst, verlassen. Es findet eine Wunscherfüllung statt. Es findet eine Öffnung deiner Energien statt. Und wenn es nicht in deiner Beziehung ist, dann kann ich dir sagen, dass es eine Verbesserung geben wird auf allen Ebenen deines Seins. Ich kann deutlich sehen, dass hier Prozesse der Transzendierung anstehen. Und was heißt das? Du wirst diese alte Form verlassen. Ja? Und es wird zu viel mehr Farbigkeit, zu viel mehr Freude und Leichtigkeit in deinem Leben kommen. Und hier steht Erfolg. Hab Vertrauen. Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Und das ist doch mal eine sehr gute Nachricht. Ja? Und hier ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Riskante Versuchung, dass du hier nicht irgendwelchen Illusionen aufsitzt, das ist auch wichtig. Und hier auf der Unterseite noch Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Die Antwort lautet nein. Ja, also es geht hier auch darum, dich nicht irgendwie auf gewisse Pfade zu begeben, die irgendwie noch einer Illusion harren. Das ist damit nicht gemeint, sondern du wirst es spüren. Wenn der Blitz eingeschlagen hat, dann wirst du es spüren. Und du wirst spüren, in welche Richtung es für dich gehen wird. Und es ist auch wichtig, hier jetzt im Zuge dieses Prozesses, in der Nachlese der Kollektivheilung, einfach ehrlich und authentisch mit dir zu sein. Mach dir nichts mehr vor. Ja? Erwache, erwache zu deinem neuen Sein. Spüre die Vibration, die ohnehin schon extrem klar für dich da ist. Und komm hier in die Energien des Haltes. Ja? Das, beide Energien, die göttlich-männlichen Energien und die göttlich-weiblichen Energien, auch in dir zu einem Kräfteausgleich kommen dürfen und dass ein Kräftegleichgewicht entstehen darf, sodass du eben hier auch, dass die Lady hier wieder zurück in ihre Form kommen darf. Das ist übrigens auch sehr wichtig für uns Frauen. Wenn wir natürlich zu sehr in der Yin-Energie sind, dann zerfließen wir. Ja? Also wir brauchen auch in uns selbst die Yang-Energie, die Maskulinität, damit wir Halt spüren können, damit wir unsere eigene Präsenz erleben können. Ja? Genauso auch wie der Mann ins Fühlen kommen muss, aber auch die Frau, auch ins Fühlen der schlechten Gefühle, der angstbehafteten Gefühle, damit der Transzend jetzt wirklich tiefgreifend durchstarten und in die Heilung kommen kann. Also ich freue mich riesig über diesen Prozess und ja, nie wieder ein Orakel. Vielleicht mache ich mal ein bisschen eine Pause, damit einfach diese Energien hier wirklich durchfließen können, bis der Transzend hier vom Tod vollzogen ist. Das werde ich aber noch prüfen und schauen, wie sich das bewegt. Vielleicht arbeite ich nur für die kollektiven Energien dann für einen Moment, wobei das auch eine Ableitung des Kollektivs ist. Aber weißt du, weil die kollektiven Energien so stark in Schwung gekommen sind, wurden wir aus dem Kollektiv der spirituellen Lehrer und Heiler, einige von uns oder diejenigen, die jetzt ihren Dienst verrichten, wir haben so wie einen Einberufungsbefehl bekommen, um an diesen Themen zu arbeiten. Und sobald diese Prozesse dann ruhiger geworden sind, kommen wir wieder zurück in unsere klassischen Themenfelder, ja, wo wir sonst unterwegs sind, in diesen hochspezialisierten Nischen, in denen wir sonst arbeiten. Also ich werde das weiter beobachten, mal schauen, wie es hier weitergeht. Und ja, du wirst es sehen. Du wirst es sehen, was es an Kanalaktivitäten geben wird. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal und mach's gut. Tschüss.